Hallo zusammen, heute haben wir Donnerstag, den 23. und ich bin zu Hause because of Koronski. Ja, ich bin positiv. Super toll. Ich habe allerdings so gut wie null Symptome. Also ich bin diese Nacht einfach nur aufgewacht, weil mein Hals total trocken war. Also nicht direkt Halsschmerzen, aber einfach so ein bisschen kratzig und trocken. Aber ansonsten nichts. Und heute Morgen, ich hatte also heute Homeoffice. Und als ich dann meinen Kaffee trinken wollte, hat der einfach meiner Gulli ganz unten geschmeckt. Und dann habe ich gedacht, vielleicht machst du doch mal einen Test, weil gerade nach Karneval explodiert hier gerade sowieso wieder alles und die, die kein Corona haben, die sind zumindest erkältet oder haben Grippe. Ja, und dann haben da zwei große rote Striche geleuchtet. Ja, jetzt bin ich auf jeden Fall heute und morgen erstmal zu Hause, arbeite von zu Hause aus und hoffe, dass ich am Montag wieder arbeiten gehen kann. We will see. Ich bin einfach nur mega traurig. Jetzt musste ich schon wieder die Physiotherapie absagen. Am Dienstag hatten die mir ja abgesagt, weil die Therapeutin leider krank ist. Heute bin ich krank. Jetzt haben wir einen neuen Versuch am Dienstag nächste Woche in der Hoffnung, dass ich dann schon wieder negativ bin. Ich meine, klar, eigentlich dürfte man ja jetzt alles machen, wenn man positiv ist, aber ich möchte das einfach nicht und ich möchte das auch nicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich dann vielleicht jemanden anstecke. Also bleibe ich schön mit dem Hintern zu Hause sitzen, zumindest bis mal so 5 Tage um sind und man sicher sein kann, dass man halt nicht mehr ansteckend ist. Ja, leider musste ich meinen Tattoo-Termin dann auch absagen. Aber da gehe ich dann, wenn ich negativ bin, wieder nächste Woche mal hin und dann gucken wir nach einem neuen Termin. Schade, Schokolade, läuft alles sehr bescheiden. Aber gut, ich mache das Beste draus. Ich lese die ganze Zeit schon mein Buch weiter, also nicht mehr. Ich denke mal noch 2, spätestens 3 Tage, dann habe ich das auch durch und dann kann ich mit dem 4. Teil anfangen. So, genug gelabert, ich esse jetzt erstmal und wünsche euch einen schönen Abend. So, und den 3. Teil habe ich jetzt auch beendet und ich würde ihn gleichsetzen mit dem 1., also auch total schön, richtig schöne Geschichte. Der 2. ist bis jetzt aber auch definitiv mein Favorit. Was hier jetzt neu ist, dass hinten eine Triggerwarnung ist und das steht auch hier vorne drin. Das hat mir ja, hier steht's, bei den ersten beiden so ein bisschen gefehlt, weil auch hier ja, vielleicht einige Themen aufkommen, die für manche Leute sehr schwer sind. Aber ich fand es auf jeden Fall auch wieder richtig, richtig gut. Und ich bin schon ein bisschen traurig, dass ich jetzt noch ein einziges Buch von der Reihe habe. Und dann war es das mit der Winter Dreams Reihe. Also ich bin definitiv mega, mega froh, dass ich mir die noch gekauft habe jetzt. Passen auf jeden Fall richtig, richtig gut zur Weihnachtszeit. Ich hätte sie mir also vielleicht ein bisschen früher holen sollen, aber ja, was soll ich dazu sagen? Ich schnappe mir jetzt direkt das 4. und fange auch heute noch an zu lesen. Ja, und da ich ja immer noch mit Corona zu Hause sitze, habe ich dann direkt eben mal gesündigt und mir noch eine Buchreihe online bei Thalia gekauft. Es gab nämlich 17% auf englische Bücher. Und dann habe ich mir die Twisted-Reihe gekauft auf Englisch. Darüber wird ja auch im Moment sehr, sehr viel in den sozialen Netzwerken geredet. Und einige von den Book-Instagrammern, wie auch immer man die nennen mag, sind da auch schon begeistert von. Ja, jetzt zeige ich euch auf jeden Fall, wenn die ankommen. Finde ich auf jeden Fall lustig, dass die englischen Bücher einfach immer günstiger sind wie die deutschen. Ich habe jetzt durch den Code habe ich für die 4 Bücher 33 Euro bezahlt. Ja, schade, dass die in Deutschland einfach mittlerweile, also die deutschen Bücher, einfach so teuer geworden sind mit 14 Euro. Aber na gut, da macht man nichts. Was wird nicht teuer im Moment, ne? Okay.
das war's auch schon. Ich wünsche euch einen schönen Abend. Hi, ich schon wieder. Man merkt, ich krieg langsam Langeweile durchs Zuhause hocken. Ich wollte euch nur kurz mein Essen von heute zeigen. Ich habe mir gemacht Pasta mit Lachs, Spinat, Sahnesoße. Richtig, richtig geil. Habe mir jetzt gerade nochmal mit Käse überbacken und ein bisschen garniert. Lange Rede, kurzer Sinn, was ich euch damit sagen wollte, war, auch wenn ihr alleine seid, bitte kocht euch doch was Schönes. Ich weiß, dass viele, die alleine wohnen, immer sagen, ja, es lohnt sich nicht für mich alleine, ich möchte nicht alleine kochen und so weiter und so weiter. Aber ganz ehrlich, Leute, warum? Ich koche auch für mich jeden Tag alleine oder jeden zweiten Tag. Meistens reicht es ja für 2 Tage. Und wenn da noch was übrig ist, dann friere ich es einfach ein. Ich mache es mir einfach schön. Man muss immer einfach daran denken, dass alleine sich zu machen oder sich zu gönnen, was man vielleicht sonst zu zweit machen wollte. Ich habe immer davon geträumt, irgendwie... ja, mit meinem Partner auf dem Balkon zu sitzen, Weinchen zu trinken, das mache ich halt dann jetzt alleine. Ich mache mir dann einfach alleine eine Flasche Wein auf. Man muss ja nicht die ganze Flasche köpfen an einem Tag, es reicht ja auch ein Gläschen. Ich koche mir was Schönes, ich verziere mir mein Essen schön, ich richte es mir schön an. Ich mache für mich alleine so Käseplatten, Tapas, Fingerfood, whatever. Ich wollte euch das einfach nur mal sagen, dass ihr da nicht drauf warten sollt mit der Ausrede, das mache ich mal, wenn ich einen Partner habe. Nein, Mann, macht es einfach für euch alleine. Das ist einfach wichtig und ja, man wächst auch dann daran. Ne? Ich bin zum Beispiel letztes Jahr auch einfach mal alleine in einem Café gewesen, weil ich halt warten musste. Früher hätte ich mich dann einfach irgendwo auf eine Parkbank gesetzt oder wäre durch die ganzen Geschäfte geschlendert und letztes Jahr habe ich mir dann einfach gedacht, warum? Setz dich doch einfach in ein Café und wenn Leute gucken, dann gucken sie halt. Wenn sie sich fragen, warum ich da alleine sitze, dann sollen sie sich fragen. Mir ist es einfach mittlerweile egal. Und ich habe mir auf jeden Fall auch fest vorgenommen, dieses Jahr einfach mal alleine 2-3 Tage in Urlaub zu fahren. Ich denke mal, das werde ich erst so Richtung Spätsommer, Herbst machen. Aber es steht auf jeden Fall fest auf meiner Wunschliste und dann nehme ich euch dann natürlich auch mit. So, jetzt esse ich, bevor mein Essen kalt wird. Und danach mache ich mich an den 4. Band der Winter Dreams Reihe. Ich kann ja eh nicht viel machen, außer zu Hause rumzuhängen. Genau. Und bis später. Hallo. Tja, dieser Vlog besteht, glaube ich, nur aus Essenscontent. Aber da ich ja mit Corona zu Hause sitze, bleibt mir auch nicht viel übrig, außer lesen den ganzen Tag und essen. Ich habe mir einfach Nuggets und Pommes aus dem Airfryer gemacht, dazu noch Salat, was ich hatte. So langsam ist mein Kühlschrank auf jeden Fall sowas von leer. Irgendwie muss ich am Montag aber auf jeden Fall einkaufen gehen. Ich hoffe, dass ich dann wieder negativ bin. Ansonsten werde ich entweder ganz früh oder ganz spät abends mit FFP2-Maske einkaufen gehen, weil nützt nichts. Ich brauche Lebensmittel. Okay, dann sag ich mal bis später. Guten Morgen, heute haben wir Sonntag. Ja, wie ihr seht, ich bin immer noch positiv. Ich meine, ich habe es mir schon fast gedacht, weil ich ja am Donnerstag mich erst positiv getestet habe. Aber ich habe gedacht, ich probiere es einfach mal, aber der Strich kam sowas von direkt und sofort. Tja, ich werde es morgen früh nochmal probieren. Bin ich dann noch positiv, werde ich auch weiterhin von zu Hause aus arbeiten. Mega lästig. Ich hoffe, dass ich dann morgen oder am Dienstag spätestens wieder negativ bin. Ja, einkaufen muss ich morgen irgendwie trotzdem, mal gucken. Entweder ich fahre halt total früh oder sehr, sehr spät und dann natürlich mit FFP2-Maske, damit ich auch keinen anstecke. Aber in meinem Kühlschrank herrscht wirklich mittlerweile sowas von gern gehen eine Leere. Mein Einkaufszettel wird auch immer länger. Es nützt nichts, mal schauen.
Ich halte euch weiter auf den Laufenden. Hallo, ich schon wieder, immer noch Sonntag. Langsam bin ich doch ein bisschen abgefuckt, dass ich die ganze Zeit hier drin hocken muss. Ja, was heißt muss, aber ja, man will es ja nicht riskieren, jemanden anzustecken. Draußen ist total schönes Wetter, die Sonne scheint hier richtig schön rein. Und ich habe mir jetzt mal was zum Mittag-Abendessen gezaubert. Und zwar gibt es hier gebratene Nudeln mit Schweinefleisch, Paprika, Brokkoli. Ich hatte noch zwei Pilze, Frühlingszwiebel und normale Zwiebel. Jetzt habe ich schon wieder ein paar Teile aus der Truhe raus und langsam wird mein Vorrat doch ein bisschen kleiner. Aber es ist auch gut, dass mal alles wegkommt. Ich hasse nämlich wegschmeißen, besonders Lebensmittel. Genau, ich lasse es mir jetzt mal schmecken und dann sag ich mal bis später. Hi Leute, sorry, ist ziemlich dunkel und ich sehe auch ein bisschen verstrahlt aus. Ich werde jetzt doch noch mal eine Runde rausgehen, jetzt ist nämlich kein Arsch mehr auf den Straßen. Und ich muss eh noch ein bisschen Müll rausbringen, sonst stinkt der Biomüll hinterher. Und dann werde ich noch eine kleine Runde gehen, weil ich noch einen Briefumschlag wegbringen muss. Und zwar ist das die Anmeldung zu meiner neuen Weiterbildung. Davon werde ich dann mehr erzählen, wenn ich die Unterlagen hier habe. Außerdem brauche ich einfach mal ein bisschen frische Luft und muss mir die Beine vertreten. Und da ich, denke ich, um die Uhrzeit eh keinem mehr begegnen und wenn, kann man ja einfach einmal die Straßenseite wechseln. Ja, werde ich mich jetzt mal nach draußen begeben. Ciao. Guten Morgen. Wir haben Montag, den 27. Februar. Ich bin leider immer noch positiv. Heißt, ich arbeite auch weiterhin von zu Hause. Erstmal. Ich hoffe, morgen kann ich wieder gehen. Ja, ich habe nur immer noch Nase laufen, aber ansonsten geht es mir gut. Das ist ja die Hauptsache, aber trotzdem langsam nervt es echt ein bisschen. So, ich mache mir jetzt erstmal einen Kaffee. Ich habe bis gerade schon E-Mails beantwortet. Ich trinke mir jetzt einen Kaffee, dann gehe ich duschen und dann wird weitergearbeitet. Ich sag mal bis später. Hallo Leute, ich bin wieder unter den Lebenden. Ich bin negativ. Genau, ich war schon arbeiten. Ich durfte ja dann heute wieder endlich auf die Arbeit. Ich bin ja nicht so der Fan von Homeoffice, ehrlich gesagt. Merke jetzt aber doch, dass ich ganz schön geschafft bin. Also es hängt anscheinend doch noch so ein bisschen in den Knochen, obwohl ich ja bis auf ein bisschen Schnupfen nicht so die Symptome hatte. Genau, zu meiner Challenge mit den 150 Euro. Ja, heute ist der 28. Ich werde gleich in den Handelshof fahren mit meinen Eltern. Es wird wahrscheinlich ein dickerer Einkauf. Zeige ich euch natürlich nachher dann. Ob man den jetzt noch auf den Februar rechnen sollte, weiß ich nicht, weil ich werde davon wohl heute nichts mehr essen. Ich gucke einfach gleich mal, wie teuer der wird und dann zeige ich euch das natürlich. Ansonsten hätte ich die Challenge nämlich geschafft, weil ich habe 90 Euro ausgegeben. Und jetzt während Corona einfach den kompletten Kühlschrank mal und die ganzen Vorräte aufgebraucht. In der Truhe habe ich auf jeden Fall immer noch genug Fleisch, also davon brauche ich jetzt echt nicht so viel. Mal gucken, was gleich alles so im Angebot ist. Aber meine Bücher sind angekommen und die zeige ich euch jetzt. Schaut mal, die Bücher sind angekommen. Ich habe ja mir die Twisted-Reihe auf Englisch bestellt. Ich sehe schon, da oben so ein bisschen beschädigt. Nicht so schön. Ich finde aber tatsächlich, dass die englischen Cover echt viel, viel schöner sind wie die deutsche Version. Ja, ich bin ja jetzt mit meiner Winter Dreams Reihe fast fertig. Ja, jetzt habe ich was Neues zum Lesen. Ich weiß aber noch nicht, ob ich die direkt danach anfange. Oder erst ein anderes. Ich habe nämlich noch drei Stück hier liegen, die ich noch nicht gelesen habe. Eins davon auch auf Englisch. Mal schauen. So, liebe Leute, ich komme gerade aus dem Handelshof.
Ich habe gerade alles hochgetragen. Ich zeige euch jetzt erstmal die Gefriersachen, weil ich die dann direkt wegsortiere. Einmal Süßkartoffelfritze, 2,2 Kilo. Dann habe ich jetzt einfach mal diese Wedges mitgenommen. Die haben noch die Kartoffelhaut. 2,5 Kilo. Dann habe ich Garnelen oder Scampi, wie auch immer. Und einmal Alaska-Seelachs, der ist schon so paniert. Und jetzt zeige ich euch gleich die anderen Sachen. So, das Zeug habe ich jetzt untergebracht, gerade so eben reinbekommen. Ich muss unbedingt, oder ich hätte gerne noch eine Truhe, weil das TK-Gemüse da zum Beispiel halt recht günstig, aber schon super gut, aber ich habe leider nicht so viel Platz. Ich habe mir eine frische Minze geholt, weil ich frischen Pfefferminztee so gerne mag. Salat. Bacon. Dann habe ich zweimal diese Honigwaffeln. Die sind von meiner Arbeitskollegen. Eigentlich bringe ich immer aus Holland diese Karamellwaffeln mit. Aber die hatten jetzt hier im Handelshof so Honigwaffeln. Die gehen also direkt an die Kollegen. Dann habe ich mir noch diese zwei schönen schwarzen Osterhasen gekauft. Ich weiß, es gibt so ähnliche im Moment beim Kick, die total gehypt werden. Aber sind wohl überall ausverkauft. Stelle ich mal hier hin. Also es gibt nämlich auch Non-Food-Artikel da. Ich habe mir auch noch ein paar Schuhe gekauft. Die sind noch im Auto und ein Regenschirm. Dann habe ich auch mir diese künstlichen Tulpen hier noch gekauft. Dann einmal diese Kraft Burger Buns und einmal diese Brioche, weil ich Burger machen will noch diese Woche. Dann habe ich hier diese Pimienten geholt. Ich liebe die total, mit Frischkäse gefüllt und dann einfach mit Speck umwinkelt. Aber ich habe den Frischkäse vergessen, ist mir eben aufgefallen. Dann einmal Mozzarella Minis. Dann die allerbeste Sauce Hollandaise. Es gibt für mich keine bessere, definitiv. Dann habe ich einmal Ingwer. Ich hatte nämlich nichts mehr. Dann einmal Burgersoße. Dann habe ich zweimal Feta. Gab nur noch den Light, weil der war im Angebot. Es war sowieso ziemlich geplündert. Dann, ich habe zweimal Cheddar. Der war auch im Angebot. Ich mag den noch lieber wie den normalen Reibekäse, weil der noch ein bisschen intensiver schmeckt. Dann habe ich eine Zucchini. Dann habe ich Speckwürfelchen. Dann habe ich Rinderhackfleisch, weil ich die Patties auch selber machen will. Dann habe ich noch Tomaten. Das waren übrigens noch die günstigsten mit 1,79. Zwiebeln. Hier ist nochmal Cheddar. Dann habe ich Raps gekauft. Die waren super geplündert. Also ich habe nur noch diese Weizen-Tortilla bekommen. Ansonsten gab es nur so Riesenpackungen oder super, super teure. Nochmal Speck. Dann habe ich zweimal Baguette gekauft. Einmal so ein Baguette mit Peperoni und einmal mit Ciabatta, weil ich mir nochmal Bruschetta machen wollte. Dann für mich die beste Remoulade auf der Welt. Ich finde die mega. Und die passt halt jetzt gut zu diesem Backfisch, den ich gekauft habe. Dann einmal Käse. Einmal Kochsahne. Milch. Dann war mein Kaffee alle. Da habe ich mir hier den habe ich mir jetzt das erste Mal gekauft, weil der im Angebot war für 9,99. Und dann gab es ja heute auf dem kompletten Einkauf 10%. Deswegen habe ich mir jetzt den mal mitgenommen, mal gucken, wie der schmeckt. Dann habe ich hier noch so einen Pudding, so eine Paradiescreme auch im Angebot. Dann meine heißgeliebten Surimi. Ohne die geht irgendwie gar nichts mehr. Also ich schneide die auch total gerne in den Salat rein.
Und dann hatten die leider meinen Tee nicht mehr. Dann habe ich mir den Jedeen noch gekauft. Ist zwar ein Wintertee, aber ich finde den richtig, richtig lecker. Eigentlich trinke ich immer den Ingwer-Orange. Aber irgendwie ist der nirgendwo mehr zu finden im Moment. Also die waren sowieso ziemlich geräubert, muss ich ehrlich sagen. Butter, ein Angebot sogar, tatsächlich. Dann diese Sour Cream, die finde ich richtig geil. Die hatte ich mir das letzte Mal auch schon mitgenommen. Die schmecken mit den Süßkartoffelpommes einfach nur Bombe, sage ich euch. Richtig, richtig gut. Dann habe ich noch meine Sojasauce geholt, weil meine jetzt noch leer ist und ohne Sojasauce ohne mich. Und dann habe ich mir noch diese Düfte da gekauft. Ich habe die sonst auch schon immer gehabt. Und ich habe mir die jetzt neu gekauft, weil es halt, wie gesagt, 10% auf den Einkauf gab. Deswegen sind da noch ein paar Schuhe in meinem. Und die habe ich auch noch einmal. Aber die Creme und das war es, glaube ich. Wie gesagt, dann auch noch habe ich noch ein paar Schuhe. Und einen Regenschirm habe ich mir auch noch gekauft. Und für diese ganzen Sachen habe ich ausgegeben. Moment. 182,94 €. Wobei man, wie gesagt, hier, das sind diese ganzen Non-Food-Artikel. Die müsste ich abziehen von dem Ganzen. Also 60 € plus nochmal. Da kommen ja nochmal 19% Mehrwertsteuer drauf. Also habe ich roundabout so 100 € für Lebensmittel ausgegeben. Da war natürlich. Ach, guck mal, ich sehe gerade, der Kaffee, was für eine Verarsche. Auf dem Schild, da stand eigentlich 9,99 €. Und jetzt sehe ich hier einfach nur, der hat 14 € gekostet. Ich glaube, ich muss brechen, ey. Also für 14 € hätte ich den bestimmt nicht mitgenommen. Ja gut, ist mir jetzt erst aufgefallen. Macht man nichts. Ansonsten, ach so, genau, und im Auto habe ich noch zwei dicke Kisten Haribo. Weil die nehme ich auch mit auf die Arbeit. Die waren nämlich auch für 3,50 € im Angebot. Und da kommen dann noch, ne, 3 €, ich war ein bisschen mehr, 3,88 € oder so. Aber wegen den 10% ist es halt jetzt weniger. Die habe ich aber direkt im Auto gelassen, weil ich die, wie gesagt, für die Kollegen mitbringe. Teuerster Punkt war, glaube ich, der Fisch. Die Süßkartoffelpommes waren auch 10 €. Der Fisch hat gekostet 7 €. Also ich finde tatsächlich, dass diese ganzen Tiefkühlgeschichten da viel, viel günstiger sind wie im normalen Geschäft. Meine Eltern, die kaufen da auch immer alles ein, was die so brauchen. Also es lohnt sich dann schon immer da mit dem Auto hinzufahren, weil die kaufen auch mal für den ganzen Monat ein und frieren alles ein. Was mir aber hinterher eingefallen ist, was ich vergessen habe, ist Tomatensoße, weil ich gerne die Woche oder nächste Woche noch eine Linsen-Bolognese machen wollte. Also die Tomatensoße werde ich hier noch kaufen müssen. Genauso wie den Frischkäse für die Bratpaprika. Habe ich auch vergessen. Und jetzt gucke ich gerade auf meinen Einkaufszettel, den ich hier geschrieben habe. Was ich auch noch vergessen hatte, war Gemüsebrühe habe ich vergessen, habe ich nicht mehr viel von. Dann brauche ich noch für die Spülmaschine dieses Klarspülzeug. Und was ich nicht vergessen habe, aber was ich einfach nicht eingesehen habe, die sollten tatsächlich 2 € für eine Avocado haben. Deswegen, da habe ich mich dann geweigert und habe gedacht, nee, 2 € für eine Avocado, einfach nein. Ich weiß aber im Moment auch nicht, ob die irgendwo anders günstiger ist. Mal gucken, ob ich dann Richtung Ende der Woche nochmal dann eben diese 3 Teile dann hier im Geschäft kaufe. Beziehungsweise bin ich sowieso für diese Woche, denke ich, noch gut ausgestattet. Genau, ja, wir haben ja heute den 28., aber eigentlich esse ich davon heute nichts mehr. Ich esse gleich nur noch einen Toast, was ich aber dann schon noch hatte. Genau. Deswegen, ja, ich nehme es jetzt einfach mit auf den März, also sind schon 100 € weg. Gucken, wie viel ich dann im März insgesamt für Lebensmittel ausgebe. Ich halte euch auf jeden Fall auf den Laufenden
Und damit beende ich jetzt hier auch den Vlog, weil es ist sowieso schon zu lange und ich fange dann im März einen neuen an. Von daher, ciao!